Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Funtime. Und heute haben wir das Lego Ninjago Legacy Magazin. Und zwar ist das die Ausgabe Nummer 29. Das Ganze ist für 6,99 Euro erschienen. Und wir bekommen hier wieder eine kleine Metallbox mit zwei Lego Minifiguren. Und zwar Lloyd und Miss D. Dazu haben wir die limitierte Karte Nummer 4 der Serie 9. Und hier auch wieder zwei Poster und insgesamt 12 Seiten Comic und jede Menge Spiele und natürlich auch Rätselspaß. Auch hier wirklich wieder zwei coole Minifiguren, auch wenn ich die ganze Zeit drauf gehofft habe, dass wir noch, hier sehen wir ihn, Zane gegen einen unserer Skelettkrieger bekommen. Ist es leider nicht der Fall gewesen. Ich denke mal, das Kapitel können wir jetzt auch schließen. Dafür bekommen wir halt heute erstmal Lloyd und Miss D. Und meiner Meinung nach wieder eine richtig coole Metallbox. Design und von allen Dingen Verarbeitung gefällt mir unheimlich gut. Aber schauen wir uns alles gleich nochmal einzeln in Ruhe und in groß an. Dann würde ich sagen, ich entferne die Extras und wir legen direkt los. Bevor wir mit dem Magazin richtig loslegen, noch eine Frage, die wir vorab klären. Und zwar wurde bei der Ausgabe Nummer 28, da hatten wir die Vorschau für hier die 29 und da wurde gefragt, woher dieser Lloyd kommt. Und dieser Lloyd kommt aus dem Set 71781. Hier sehen wir ihn in seinem Mesh und hier sehen wir, da ist unser Lloyd und es ist wirklich exakt dieselbe Minifigur. Wir haben sogar dasselbe Katana dabei. Dann starten wir jetzt erstmal mit der limitierten Karte. Wie gesagt, es ist die LE4, unser Kai Limited Edition der Serie 9. Auf jeden Fall wieder sehr cool dargestellt. Gefällt mir sehr gut. Ohne Maske diesmal. Dafür mit feurigen Händen. Dann das Highlight ist natürlich mal wieder diese Dose. Und ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Aber wir sehen hier außenrum dieses Grün. Ich weiß gar nicht wirklich, was ich darstellen soll. Sieht so ein bisschen aus wie... ja, so splittereismäßig auf jeden Fall richtig, das alles graviert. Wirkt sehr, sehr edel. Die Zeichen von Lloyd und Miss D auf dieser Seite. Die Augen von Miss D. Legacy Box und natürlich die Augen von unserem guten Lloyd. Das Ganze ist natürlich wieder ab 6 plus für Kinder zwischen 0 und 3 nicht geeignet. Und hier steht es wieder eine Limited Edition Box. Also sehr, sehr cool. Den Inhalt werden wir uns natürlich auch später noch in groß anschauen. Jetzt erstmal zu unserem Magazin. Hier haben wir wieder unser Inhaltsverzeichnis und da sehen wir, wir starten direkt mal mit dem Comic Duell unter Wasser. Ist natürlich meine Lieblingsreihe oder auch nicht. Wie gesagt, und wieder viele lustige Spiele, die wir hier treffen können. Hier finde ich auch wieder cool, dass wir so Sachen suchen können, müssen, dürfen. In den Magazinen, diese kleinen Zwischenspiele, die vorab weggegeben werden, finde ich natürlich immer klasse. Und wir starten heute auch mit den zwei tollen Poster, was in Wirklichkeit ja wieder nur ein Wendeposter ist. Und dann haben wir der Club der Entdecker. Das Ganze sieht dann so aus im Hintergrund, Jay. Und natürlich die Entdecker. Also gefällt mir auf jeden Fall. Diese Seite gefällt mir dann nochmal ein Stückchen besser. Das Ganze ohne Titel hier. Unten sehen wir unsere Ninja und hinten halt eine riesige Schlange, die in Flammen steht. Also wirklich gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier der obere Teil. Wirklich sehr cool gemacht. Dieses Poster ganz klar von den beiden mein Favorit. Und dann beginnen hier auch schon die Spiele, beziehungsweise hier haben wir jetzt erstmal jede Menge Missionen auf den zwei Seiten. Dann haben wir hier, das finde ich cool, einmal drehen, ein Spiel mit eingebaut. Hier brauchen wir unsere zwei Minifiguren und nochmal einen Stein, der unseren Kraken darstellt. So, finde ich immer cool, wenn man dann in den Magazinen mit unseren Figuren interagieren kann. Dann Kleider machen, Leute. Na, kleines Wortspiel. Auf jeden Fall cool. Hier bekommen wir insgesamt drei verschiedene Aufgaben gestellt. Aber sehen hier natürlich in erster Linie mal richtig viele Anzüge von Lloyd. Außer der gehört nicht dazu. Dann haben wir hier Wus Heldenbuch, die Staffel 11.
Das Ganze geht dann über zwei Seiten und natürlich geht es in der nächsten Ausgabe weiter. Dann haben wir hier nochmal eine Mission. Ich drehe es jetzt mal nicht rum, aber man kann denken, worum es hier geht. Dann haben wir hier wieder verpackt in eine Mission, versteckt ein Lego-Set. Natürlich Coles Erdmesh ist das hier, und zwar die 71806. Und hier erhalten wir einfach mehr Einblicke in das Set. Wie gesagt, alles einfach nur in ein paar Missionen eingepackt. Und hier unten sieht man auch diese neuen drei größeren Meshs. Die kann man individuell miteinander kombinieren. Ja, ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Dann haben wir hier einmal Autogrammjäger. Das ist ein Spiel, auf jeden Fall auch gut durchdacht und lustig gemacht. Regeln ganz klar, alles schön beschrieben. Und dann sind wir auch jetzt erstmal soweit mit dem Magazin durch und werden sehen, was wir in der nächsten Ausgabe bekommen. Und das wird dann sein, nein, sie haben es doch gemacht. Wir bekommen unseren Skelettkönig und den Zane, auf den ich seit 3 Ausgaben warte. Aber okay, also Zane ist in Ordnung, Skelettkönig, den hatten wir schon mal gehabt. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, gegen Kai, da hat er aber definitiv seinen Umhang nicht dabei und kein Schwert. Ja, ich habe eher gehofft, sie packen ihn in Kombi mit einem der anderen Skelette. Aber auf jeden Fall cool, dass wir ihn dann doch noch kriegen. Das Ganze soll dann am 5. April erscheinen und ist dann natürlich die Ausgabe Nummer 30. Und dann erwartet uns auch wieder eine limitierte Karte, und zwar die Nummer 7 der Serie 9. So viel zum Magazin. Auf jeden Fall eine sehr coole Vorschau. Freue ich mich jetzt drauf, werden wir uns selbstverständlich auch hier anschauen. Und jetzt öffne ich die Dose und dann schauen wir unsere beiden Minifiguren mal in groß an. Unser Lloyd auf der linken Seite komplett in Gold gehalten, die Beine schön bedruckt. Der Torso ist natürlich vorne wie hinten bedruckt. Zudem hat er noch grüne Hände. Auch hier bekommen wir wieder einen Kopf, zwei Gesichter, dann natürlich passend zum Anzug eine goldene Ninja-Maske mit grünem Band sowie ein goldenes Katana. Miss D, die Grundfarbe der Minifigur, ist ein Silber. Zudem ist die Hose bedruckt, richtig cool in Rot, hell Silber. Zudem der Torso vorne wie hinten bedruckt, richtig genial mit Flammen. Bei ihr haben wir natürlich nur eine Gesichtsseite bedruckt wegen unserem roten Punker-Kamm. Zudem hat sie noch zwei Flammen in den Händen. Also eine wirklich richtig klasse Minifigur. Gefällt mir unheimlich gut. Auch im Duett geben die zwei ein unheimlich cooles Pärchen ab. Und dann fasse ich einmal kurz zusammen, was wir heute hier bekommen haben in unserem Lego Ninjago Legacy Magazin. Die Nummer 29. Wir haben zum einen die limitierte Karte Nummer 4, den Kai der Serie 9 bekommen. Dann natürlich wieder eine Metallbox. Diesmal mit Lloyd und Miss D als Inhalt. Zwei absolut geniale Minifiguren. Zudem wieder 12 Seiten Comic. Wieder ein starkes Wendeposter. Und wirklich wieder viele coole Rätsel, Missionen und Spiele. Und das Ganze kostet uns wieder 6,99 Euro. Und da bleibt auch wieder die Diskussionsfrage. Brauchen wir wirklich so viele Metallboxen? Ist der Preis gerechtfertigt für diese Metallbox? Da hatten wir in der Vergangenheit ja schon viele Diskussionen führen können in den Kommentaren. Und ich hoffe, dass wir genau an dieser Stelle heute weitermachen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und dann sage ich an dieser Stelle, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Horgi.